Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MindGuest. Ich sag gar nicht mehr, welcher Server das ist, ne? Achtung, schamlose Eigenwerbung. Welcome to German Creative Server Let's Play. So. Was? Genau, wir wollten Stackwise Injektoren bauen. Stackwise Injektors, da brauchten wir Plastik. Ich glaube, das würde unser Inventar aufräumen. Eine Scheiße hier, ey. So, müssen wir eigentlich alles direkt dafür haben, oder? Das war ja genau das. Alles. Ja, ist doch, passt doch. Also, wir brauchen nur einmal für zwei. Praktisch. So. Dann räumen wir jetzt mal ganz schnell hier auf. Gucken gleich mal, ob die Plastikrohre angekommen sind an ihre Destination. Ja, na klar. Was auch sonst? So. Und hier machen wir jetzt, nein, das war falsch. So. Problem dabei ist natürlich, dass der dann immer gleich voll ist, ne? Das heißt, der wird jetzt erstmal ein Material abbauen und das dann irgendwann fertig ist. Aber guck mal, wie schnell der arbeitet. Das finde ich, das Ding ist eigentlich super schnell. Also es kann nicht an dem liegen, dass der so langsam ist. Weil ich schätze wirklich, das liegt an einer instabilen Struktur. Ist das schon wieder Monster hier? Ernsthaft? Friss mein Schuh. Hier, mit dem Stock. Ofenschädel. Arschloch. Ist ja gut. Hier kriegst du dein Schwert. Warum halten die so viel aus? Digga, wie viel Damage macht mein Schwert? Gar keins oder was? Damage ist bestimmt negativ. So. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, er wird erstmal nur ein Stack aufbrauchen. Und erst wenn der aufgebraucht ist, wird dann der nächste Stack kommen. Aber es sollte eigentlich. Digga, der Kasten. Der ist ja bei. Da hatte ich schon. Oha. Ja, meinte ich. Aber schön bunt, kann man schon nicht anders sagen. So, und hier ist nämlich jetzt genau das gleiche. Der wird auch erstmal eins nach dem anderen schleifen. Und ja, dann, wenn der fertig geschliffen hat, dann wird erst der nächste random Block kommen. Von daher weiß ich gar nicht, ob das wirklich so eine kluge Idee ist. Mit den Stackwise-Injektoren. Was ich gerne hätte, wäre so ein Zwischending. Aber warte mal kurz, gibt's. Also, was ich meine, ist quasi so ein Item-Wise-Injektor, der aber von einem Block eine variable Anzahl gleich mit einmal nimmt. Also wurde halt einstellen kann, dass das zum Beispiel gleich von einem Slot 10 Items nehmen soll, als ein 10er-Stack, dann vom nächsten Slot ein 10er-Stack nehmen soll und so, ne? Dass du nicht gleich einen ganzen Stack nimmst, aber auch nicht nur einen. So ein Zwischending halt. Jetzt ist die Frage, jetzt gibt es hier noch andere Dinge. Was ist das hier zum Beispiel? Achso, das Digital Line. Ja, nee, wie das denn funktioniert, keine Ahnung. Da brauche ich wahrscheinlich erstmal Controller und, ja, nee. Wie gesagt, einfach so ein Zwischending zwischen den beiden. So ein, weiß ich wie, Adjustable Item-Wise Filter Injektor. Oder wie man das nennen würde. Ja. Aber halt so ein Zwischending. Aber gleich so ein ganz 99er-Stack ist halt zu viel. Das macht das Gesamtsystem zu langsam. Ach, ich muss ja erstmal wieder umschalten hier. Ich wollte gerade fragen, warum kommt da nur Eisen raus? Ja, ganz vergessen. Die Dinger musst du immer wieder umstellen. So. Ja, schon krank, ne? Ist schon geil, wie gut die Anlage funktioniert. Oh Mann, ist das geil, Alter, Leute. I'm a little bit proud of me. So, jetzt machen wir erstmal das, worauf gar keiner Bock hat.
Ja, Inventar. Ja, nee, ist klar. Wobei, so viel ist es eigentlich gar nicht. Ist ja bloß eine Tasche. Und mehr haben wir ja gar nicht. Das ist ja unsere Reservetasche so. Viel mehr davon haben wir gar nicht, was so rumfliegt, oder? Nö, das war. Das geht doch voll klar, Leute. So, erstmal mache ich hier die ganze Gesteine, die ganze Dirt und sowas alles. Kommt alles hier hinten. So, aber schon mal das Gröbste weg direkt. So. Weil wir gerade so frei sind, das mache ich die beide direkt hier mit rein. Aber noch irgendwelche Blöcke? So. Du kannst da rein. Ihr beide kommt hier mit rein. Du kannst da rein. So. Ja. Das ging ja schnell. Wow. Okay, ich hätte gedacht, wir brauchen viel länger. Verdammt. Geld hatten wir hier in, bei unserem Zimmer, ne? So. Hat er nicht irgendwo Geld gehabt? Ach da. Ah. So, eigentlich können wir jetzt hier eigentlich auch schon ein bisschen aufräumen und so das, wovon wir hier eine ganze Menge drin haben, auch nach unten bringen. Wie gesagt, die Frage ist, haben wir einen Nachteil davon, wenn wir alle zu Blöcken verarbeiten? Das Einzige, wo wir glaube wirklich. Das Einzige, wo wir wirklich dieses Pulver brauchen, müsste Kohle sein. Und bei Kohle kriegt man aus den Blöcken auch wieder das Zeug raus. Aus den Blöcken kannst du wieder diese kleinen Dinger machen. Und aus denen kannst du dann wieder dieses Zeug machen. Also hier also aus den Blöcken kriegst du diese Kohleklumpen und aus den Kohleklumpen kriegst du dann diesen Kohleabrieb, Staub. Wie nennt man das? Ja doch, Staub. Warum auch immer Staub? Genau. Und bei allem anderen brauchen wir aber diesen Staub nicht. Oder? Brauchen wir für. Warte mal kurz. Wir können Staub. Genau, das kannst du nur kochen. Hier kannst du auch nichts mitmachen. Hier auch. Auch. Wait, what? Ach so, ja gut. Da hatte gerade das Uranstaub, dass du aus Uranstaub so eine Blöcke machen kannst. Das wäre ja ein bisschen sehr tricky gewesen. Genau, kannst du alles nur direkt. Genau, wie gesagt, hier kannst du verschiedene Sachen draus machen. Das brauchst du für bestimmte Sachen. Ne, hier zum Beispiel. Da brauchst du das zwingend. Aber alles andere brauchst du nur. Was ist das? Messingstaub. Warum sieht Messingstaub so anders aus? Also, wenn ihr jetzt denkt, so, ne, so wie hier. Aber du brauchst doch das, um daraus das hier zu machen. Nee, man kann auch direkt aus den Kohlenstoffbarren mit dem Zeug, kannst du dann auch direkt Gusseisenbarren machen. Das heißt, solange wie du kein Gusseisenstaub brauchst, und Gusseisenstaub brauchen wir, glaube ich, nicht. Genau, weil das aus Gusseisenstaub kriegst du auch wieder bloß die Blöcke. Ja, deswegen brauchst du das nicht. Und wie gesagt, du hast halt immer, dass du das Rezept, was du mit dem Staub bekommst, kriegst du auch mit dem anderen. Deswegen, also, das Einzige, wo man wirklich den Staub braucht, was haben wir jetzt? Kohlenstoffstaub. Achso, genau. Ja.
Ja, genau. Ja. Also, wie gesagt, das Einzige, wo wir wirklich den Staub brauchen, ist bei Kohle. Alles andere. Kurzulfahrt gibt es gar nicht. Also, haben wir nicht bei uns drin. Wir haben ja. Zinn haben wir. Da brauchen wir aber auch nichts, genau. Zink haben wir. Auch. Messingstaub. Ja gut, was auch noch wieder zum Messing. Also das geht auch wieder mit den Barren. Ja, nee, okay, also sollte wirklich funktionieren. Da können wir hier wirklich ein bisschen ausmisten. Und alles zu Blöcken verarbeiten. Auf jeden Fall können wir schon mal die Sachen zu Blöcken verarbeiten, wo wir hier die ganzen Ingots haben. Achso. Er hat natürlich nur die Ingots, die wir verarbeiten können. Also Bronze zum Beispiel nicht. Also komm, ich nehme einfach alles. Wo, wie gesagt, was nicht verarbeitet werden kann, kommt in die Ausgabekiste. Also sind wir da auch auf der sicheren Seite. So, da haben wir das schon mal. Das hier möchte ich erstmal nicht mitnehmen, weil da ist ja die eine Kiste immer noch relativ voll. Schaden. Oh, wir sind schon voll. So, das können wir jetzt alles hier einfach hier reinpacken. Ah, ist das geil. Das gefreut mir. So, wie sieht es so mittlerweile aus? Ja, es ist schon leerer geworden auf jeden Fall. Oh, die hat sich aber stark reduziert hier. Okay, also, ja, also ein Ofen reicht dann doch definitiv aus. Das war also definitiv nur ein Stromproblem. Und dass der halt nicht effizient gefeedet wurde. Ja. Ich meine, Strom an sich haben wir ja. So, ne? Das ist nicht das Problem, ne? Akkus sind da hier voll. Das Problem ist halt, dass unsere Anlage von der Dimension her mittlerweile scheinbar einfach zu groß ist. Es funktioniert halt alles nicht so, wie es soll. Ja, ist doch geil. Unsere Anlage funktioniert. Und da unten Blöcke, die einsortiert werden. Und die ganze Welt ist einfach dem Abgrund so nah durch mir. Ja, guck euch das an, Alter. Da finde ich mal Fließbandarbeit hier. So. Genau, hier sind mittlerweile alles raus. Das heißt, müssen die ersten Sachen auch hier hinten langsam ankommen. Spätestens dieser eine Regenbogen-Ohrblock. Und Bronze. Bei den beiden Sachen weiß ich ganz genau, dass sie nicht verarbeitet werden können. Ah, kommt da schon ein Regenbogen. Oh, wo ist der Bronzeblock? Wir haben doch die Bronze damit reingepackt, oder? Oh ja, wohl noch. Ach komm, egal. Danke. Ach! War nur schon drin. Okay. Nice. Doink. Doink. Gut. Damit ist die Anlage unten soweit erstmal abgeschlossen. Die funktioniert einwandfrei. Genau so, wie sie soll. Ist das geil oder was? So. Da kommen jetzt die Barren hin. So. Also die einzigen Barren, die wir unten nicht verarbeiten können. Gut, von manches auch schon weiterverarbeitetes Zeug, so wie die beide hier. Gusseisen? Hä? Aber Gusseisen haben wir doch unten. Ach nee, unten war geschmiedetes Eisen, war unten, genau. Genau. Und diese Sachen, die müssen wir halt manuell legieren. Ich meine, wir könnten jetzt unten auch noch eine automatische Legierungsstation bauen, aber das könnte wieder problematisch werden, weil da ist dann die Frage, welchen Anteil wollen wir denn automatisiert legieren? Weil wir wollen ja nicht alles legiert haben, weil dann, wenn wir dann wieder die Grundform brauchen, können wir es ja nicht zurücklegieren oder so. Geht ja nicht. Ah, mit drin haben wir mittlerweile auch schon relativ viel. Wow.
Kupfer können wir auch noch ein bisschen einschmelzen. Gold können wir noch ein bisschen einschmelzen. Was ist das? Also Goldstaub. Ach, lassen wir hier. Brauchen wir ab und zu für diese Legierung da. Für das Zeug. Ich weiß gerade nur nicht mehr welches Zeug. Na, hier für diese komischen dotierten Scheiben oder so. Da braucht ihr noch Goldstaub. Von daher kann ich. Oder? Goldstaub. Ebenso. Das würde nämlich bedeuten, wir bräuchten von Gold denn doch. Auch noch der Staub. Wait. Man kann ja auch die Barren grinden. Ich schon wieder. Gut, dann können wir wirklich alles ein Dings der Bums dann, weil eben, okay, man bekommt auch den. Ja, okay, nevermind. Ich dachte, man bekommt nur aus den Klumpen dieses gegrindete Zeug. Diesen Staub. Aber, nee. Stimmt, aus den Barren bekommt man es ja auch. Verdammt. Mal lieber eine Lüge. So, hier ist noch genug Platz drin auf jeden Fall dafür. Sollte. Sieht gut aus. Nice. Guck mal, Goldstaub. Ui. Wir lieben Goldstaub. Nice. Okay. Das ist geil, Alter. Ich hoffe, wir haben jetzt mit dem ganzen manuellen Einfügen von dem Zeug hier die Anlage jetzt nicht überlastet. Deswegen würde bald ein Rohr platzt oder so. Aber sollte eigentlich nicht passieren. Zumindest so lange, wie die Kisten nicht voll werden. Und ich meine, oh Gott. Ah, okay, wir sollten mal doch hier ein bisschen ein paar Sachen rausnehmen. Das, wovon wir ganz viel haben. Das zum Beispiel und Chrom. Die Sachen nehme ich mal lieber nochmal raus hier. Zinge ich auch nochmal ein bisschen raus hier. Da haben wir auch relativ viel hier drin. So. Eisen auch, ganz ehrlich. Und was war noch relativ viel? Blei, ne? Aber Blei ist hier gar nicht so viel drin. Ich meine, am meisten ist wahrscheinlich wirklich von den ersten dreien, also Zink, Chrom und Eisen. Da haben wir das meiste von. Aber nicht mal, Lieblick haben wir auch sehr viele. Aber warum ist hier unten nicht so viel drin? Gut, das mache ich erstmal hier wieder rein. Aber wir noch eine Menge haben. Okay. So. Wenn dann die Kiste später mal wieder leer sein sollte, dann können wir das immer noch wieder reinschmeißen, alles. Aber jetzt erstmal würde ich ein bisschen aufwärmen. Vor allen Dingen, wie gesagt, von den Blöcken haben wir ja mittlerweile ganz viele Blöcke da. Brauchen wir also auch aktuell gar nicht. Dann kann die Anlage erstmal ein bisschen schuften, ne? Was ist das geil? Ist dort geil. So, und wir werden jetzt mal gucken. Was hier jetzt mit dieser Anlage auf sich hat. Wobei, ganz ehrlich, ich meine, was will ich da gucken? Mit den Rohren hat es nicht funktioniert und andere Idee fällt mir nicht ein. Also, weiß ich gerade nicht. Was wir probieren könnten, ist mit diesen Injektoren arbeiten. Da brauche ich hinten aber ein bisschen mehr Platz. Hä? Einer fehlt hier gerade. Ach, weil es eingesaugt wurde. Ach, verdammt. Ja, gut, okay. Nevermind. So, dein mit dir. Rohre. Achso, das habe ich natürlich gerade alles ausgepackt, ne? Scheiß jemand an. So, wir brauchen also zwei Rohre. Quatsch. Also Rohre brauchen wir ganz viele. Brrr, guck mal her. Wir brauchen Mesokondrat. Und wir brauchen zwei Stackwise-Injektoren. Halt.
Wozu ist der Schalter nochmal? Ach so, für die Türen. Genau. So, wenn ich jetzt hier die Rohre hinterpacke. Wow, die Werkzeuge werden rausgenommen, ernsthaft? Aber wie soll es denn dann funktionieren? Ich verstehe das gerade nicht. Wie soll das denn hier unten... Also, erstmal die Werkzeuge wieder reinpacken. So. So. Wie soll das denn hier mit Pipes funktionieren? Oder müssen wir die echt irgendwie von unten oder von oben anschließen? Aber gut, ich gehe mal ganz kurz zu dem Haus von dem einen Dude. Warum ist es gerade dunkel? Warum ist das gerade Nacht? I don't like it at all. Was ist das für eine Kiste? Warum ist das eine Kiste? Achso, eine Endertruhe. Wo war das jetzt eigentlich? Wir müssen nach Plus Plus. Plus Plus war da. Also in die Richtung müssen wir. Ja, ist natürlich gerade dunkel. Und kalt. Aua. Oh. Das wollte ich nicht. Glühwürmchen, hui. Diese Bäume hier. Ich hätte mal Feuerzeug mitnehmen sollen. Gefahr im Verzug. Nimmt ihm das Feuerzeug weg. Kann ich hier vielleicht mal irgendwo... Alter, Leute. Ihr seid doch alle krank. Ich hoffe mal, ich laufe noch in die richtige Richtung. Aber es sieht gut aus. So. Achso, ich muss ja eh da über die Brücke. Weil es natürlich schon gefährlich ist, weil Achso. Ich wollte gerade sagen, wo der Zug drüber fährt, aber ich fährt da gar keinen Zug drüber. Lol. Fahren wir irgendwie so. Doink. Schöne Felder hier. Sehr schön. Ah, dann ist das Haus. Da ist es. Das ist es. Das Haus der gehäuften Häuser. Wir brauchen mehr Stamina. Digga, was? Ah, da wird aber einer wissen, ey. Schau mal, siehst du? Der wird auch nicht mit Tubes. Gut, der hat noch gar keinen Platz bei den ganzen Mesekon-Dingern. Da habe ich jetzt wahrscheinlich wieder mit so einem komischen Sauge-Ding, genau. Oh. Achso. Das ist hier dieses isolierte Mesekon. Ich dachte gerade schon, das ist hier Digi-Line.
Ich habe auf meinem Server noch niemand gesehen, der, mit DigiLine gearbeitet hat. So, also mal zu gucken hier. So, ich geh hier runter. Sieht aber sehr hübsch aus hier. Sehr hübsch. Aha. So. Hat doch hier auch einen Notebreaker, oder? Genau. Womit arbeitet er denn? Oh! Roland, deine Anlage ist kaputt. Die solltest du mal reparieren. Da klaue ich dir jetzt gerade die ganzen Rohstoffe hier. Holy shit, schnell weg hier. Hoffentlich gibt es keine Polizei auf dem Server. Wie komme ich da hinten hin? Wie kommt er denn da hinten hin? Arbeitet der Junge etwa ohne Wartungsgänge? Ach, doch, hier, da hat er ja. Never mind. Ja, siehst du, er sagt auch einfach auf. Aber war Roland nicht der, der mir den Tipp gegeben hat mit den Pipes? Dankeschön. Auch so viele Rohstoffe. Oh, Diamanten. Gut, wir bleiben hier ein bisschen länger stehen. Spannendste Folge ever. Wir klauen Sachen. Geil. Warum kann ich hier nicht langlaufen? Und was kriegen wir so Schönes? Oh, Diamant, Diamant, gib mir Diamant. Yep, jetzt bin ich glücklich. Tschüss. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier? Was? Ach da, hier. Komm. No, nicht. Scheiße, immer dann. Kann ich mich ducken? Nee, auch nicht. Na gut. Machen wir mal home. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie genau funktioniert das? Ich meine, wir könnten mal Testaufbau aufbauen. Aber ich meine, wenn man dann noch an irgendeiner anderen Seite eine Pipe anbauen könnte, dann müsste man ja hier dieses Pipe-Symbol sehen. So wie diese bei den Kisten, dass hier irgendwie, dass man noch von links eine Pipe anbauen kann oder von oben oder sowas. Ist ja alles nicht. Also ich schätze mal schon. Das ist, nee, also ich glaube, mit den Pipes funktioniert das nicht. Also wenn derjenige, der mit diesem Kommentar geschrieben hat, ne? War es aber viel Gold. Wow. Achso, weil ich gerade wieder weg war oder weswegen? Kann sogar sein, ja. Ah, wer weiß. Was will ich gerade sagen? Genau. Kannst ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie genau ich das Rohr da verbinden muss. Weil, wie du gesehen hast, einfach hinten anbinden geht nicht. Ja, von daher. Bin ich da auf deine Mittäterschaft angewiesen, was das angeht. Cool. Wisst ihr was? Eigentlich könnten wir doch auch... Dieser Podest, der hier ist, der eignet sich doch auch super. Ich habe schon wieder kein Dirt dabei. Nee, das sieht blöd aus. So. Wir brauchen Dirt. Ich will jetzt ein richtig schönes Podest für die Blume bauen. Dich brauche ich ein bisschen. Wobei, nee, nicht aus dem Gestein. Obwohl, doch, wieso eigentlich nicht. Und dann brauche ich noch einmal Dirt.
Der ist mir ein bisschen zu groß. Da muss ich mal noch mal kurz an die Säge ran. Wieder ein paar Sachen zurechtsägen. Und zwar... Ich meine, wir könnten einfach ein paar von diesen ganz dünnen Platten da gegenschrauben. Wir können doch die Dinger hier. Nee. Aber die Dinger, die sehen halt so komisch aus. So, mal probieren. Ups. Ja, doch, kann man so machen. Doch, das geht so. Das kann man so machen. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Tada! Wunderschöne Blume. Die magische Blume, die unser ganzes System am Laufen hält. Sehr geil. Schon krass, ne? Das ist schon echt krass. Und wie geht's der Kiste? Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall werde ich dann mal wahrscheinlich nach den Folgen dann mal als Admin einfach hier rumstehen und die lange Anlage mal ein bisschen laufen lassen. Und dann werden wir sehen in der nächsten Folge, ob die Kiste auf einmal komplett voll ist, dann ist die Anlage zu langsam, oder komplett leer ist, oder zumindest so leer ist wie die hier, dann wissen wir, dass die Anlage gut funktioniert und die schneller ist, als sie sein muss und damit genug Puffer hat. Wie gesagt, eigentlich ist die Anlage ja nie dafür gedacht gewesen, dauerhaft zu laufen. Deswegen ist ja hier dieser Schalter. Aber ich meine, in der Praxis ist es halt leider so, selbst wenn wir die Anlage ein- und ausschalten wollen, das Problem ist halt immer, selbst wenn wir nicht on sind, kommt irgendein anderer vorbei und schaltet die Anlage ein und geht dann wieder weg. So, dann läuft die Anlage für 3 Jahre. Deswegen wäre es halt geil, wenn man irgendwie so eine geschützte Schalter macht, die man nur selber oder halt die Leute, die Zugriff auf die Area haben, schalten können. Das wäre halt geil. Wenn ihr da was kennt oder irgendeine Mod, die mit Mesecon kompatibel ist und genau das macht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil das ist schon geil. Also das wäre schon echt hilfreich. Als wie so ein Schalter, den einfach jeder bedienen kann. Ja. Oh, ich überlege gerade für die nächste Folge was. Ich glaube, ja. Bis zur nächsten Folge.